Es geht endlich wieder los. Die neue Regionalliga-Saison startet hier im Stadion am Zoo. Wir sind auf der Nordtribüne, auf der Horst-Szymaniak-Tribüne, die ganz entscheidend sein wird in dieser Saison. Denn vorne auf der Brust prangt das Logo von Ein Dach für die Nords. Heute geht es gegen den Bonner SC, gegen den wir vor 40 Jahren ein besonderes Ergebnis eingefahren haben. Im März, vor genau 40 Jahren, hat der WSV 6:2 gewonnen gegen den Bonner SC vor 6000 Zuschauern. Ein Torschütze war natürlich Günther Pröpper. Mal gucken, wie es heute ausgegangen ist. Das sind die Highlights. WSV gegen Bonn. Raphael Steinmetz ist bei uns, Torschütze zum 1:0 für den WSV. Bevor wir zu dem Tor kommen, erstmal das gesamte Spiel an sich. Ich glaube, im Moment ein bisschen gedrückte Stimmung in der Mannschaft. Ja klar, ich denke mal, wenn man in so ein Spiel 1:0 in Führung geht, vorher waren nicht viele Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit sind wir viel besser ins Spiel gekommen, direkt ab der 46. Minute. Und dann natürlich so ein scheiß Gegentor, wo der Trainer wirklich gesagt hat, Jungs, die haben gute Standards drauf, der Schuhmacher hat einen Granatenschuss, ja, dann so natürlich die zwei Punkte abzugeben, ist natürlich dann eher scheiße. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte der WSV einige Möglichkeiten, ist dann stärker ins Spiel gekommen und dann hast du wunderbar getroffen. Wir haben schon früher gesehen, dass du auf jeden Fall gute Dinger machen kannst, unter anderem in der Vorbereitung gegen Schonnebeck. War das heute der schönste Treffer im WSV-Dress? Ja, ich glaube bislang schon und der wichtigste, aber ich glaube viel wichtiger wären die drei Punkte gewesen, da hätte ich das Tor aber irgendwen gegeben. Hätten wir lieber irgendwie 1:0 gewinnen können und ich hätte nicht das Tor gemacht, dann wäre mir egal gewesen. Aber so
bin ich natürlich glücklich über den Treffer, aber hätte lieber 3 Punkte gehabt. Ein Wort zur Atmosphäre, zur Kulisse hier beim Auftaktspiel. Über 3000 Fans waren mit dabei. Ja, war, ist natürlich super. Ich hoffe, die Jungs kommen auch, oder und Mädels kommen auch nächsten Sonntag, weil da wollen wir uns, glaube ich, die verschenkten Punkte wiederholen. Ja, auf jeden Fall Derby nächsten Sonntag, Rot-Weiß Essen, relativ früh in der Saison. Aber ich glaube, die Mannschaft ist jetzt schon richtig heiß, da was zu reißen. Ja, wir überarbeiten erstmal morgen das Spiel von heute. Und ich denke mal, Montag können wir dann wirklich Vollgas auf Essen geben. Und dann gucken wir mal. Und dann gucken wir mal. Also leider nur ein 1:1, ein toller Treffer von Raphael Steinmetz. Vielen Dank und bis Sonntag. Danke, bis Sonntag. Der WSV spielt 1:1 gegen den Bonner SC. Bei uns ist Gino Windmüller. 2 Minuten vorm Ende kriegen wir den Ausgleich zum 1:1. Wie hast du die Situation gesehen? Erst der Freistoß und dann der zweite Ball. Ja, erstmal muss ich sagen, es war für mich ein typisches Auftaktspiel. Wir haben nicht ganz so viel hingekriegt, wie wir es eigentlich machen wollten. Ich glaube, die haben es auch nicht wirklich hingekriegt, was sie auf dem Platz spielen wollten. Ja, wie, der Ausgang ist dann unglaublich unglücklich für uns oder ja, dann auch selbst verschuldet, aber das gilt jetzt für uns ganz schnell aufzuarbeiten. Erstes Spiel abhaken, sind eigentlich 3 Punkte gewesen, das tut jetzt schon erstmal weh, aber ja, weitermachen und nächstes Spiel wird, glaube ich, ein Kracher. Und der Treffer von Spinnrad, erster Freistoß von Schumacher und dann, es war sehr, sehr unglücklich, aber von ihm gut getroffen. Ja, trifft er gut, ist mir aber egal, wie der ihn trifft. Ich hätte gern gehabt, dass er nicht trifft und hätte gern gehabt, dass wir da besser verteidigen. Aber haben wir nicht gemacht. Müssen wir uns kritisieren lassen und jetzt einfach an die eigene Nase fassen und es besser machen. Ihr wart schon kurz in der Kabine. Wie ist die Stimmung? Ich meine, wenn man 1:0 führt nach 79 Minuten, man hat das Ding im Prinzip schon so gut wie im Sack und dann kriegt man einen Ausgleich. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ja, ich glaube, jeder weiß, wie es ist, dass wir, glaube ich, insgesamt vielleicht den Sieg verdient hätten. Die Stimmung ist jetzt nicht super, weil 2 Minuten vor Schluss ein Gegentor zu kriegen und dadurch 2 Punkte zu verlieren, ist kacke. Aber jeder weiß einzuschätzen. Wir haben jetzt schon gesagt, Kopf hoch, es geht weiter und ab morgen wird es aufgearbeitet und hoffentlich auch schnell vergessen und dann machen wir es besser. Es geht jetzt gegen eine Mannschaft, die du besonders gut kennst, nächsten Sonntag, Rot-Weiß Essen. Was werden wir da für ein Spiel erleben? Ja, es ist ein Derby. Ich glaube, braucht man nicht viel drüber sagen. Die letzten Jahre haben es gezeigt und wir werden alles reinhauen. Die Essen da genauso. Und am Ende stehen wir hoffentlich gut mit ein paar Pünktchen da. Gino Windmüller, vielen Dank. Dankeschön.